Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem kleinen neuen Projekt. Wie nennen wir es? Das weiß ich noch nicht. Ich nenne es einfach mal Quatschende Melle 17. Im Moment, was anderes fällt mir gerade nicht an. Ja, ich hatte schon mal in einem Video angesprochen, Waldfarming. Ich hatte was Wichtiges zu tun und konnte deshalb nicht beim Aufnahmetermin dabei sein. Was ja auch nicht schlimm ist. Darum machen wir jetzt hier dieses kleine Projekt. Wir spielen auf der Karte Sosnowska, aber um das Spielen und die Mods soll es hier in diesem Projekt weniger gehen. Ich möchte mit euch ganz gerne über die Landwirtschaft reden. Und ja, das sieht ungefähr so aus. Ich war letztens wegen der Firma auf... ja, wir haben uns halt mit allen Leuten getroffen, haben ein bisschen gequatscht. Dort hat auch ein Mann einen kleinen Vortrag gehalten, und zwar hat die Landwirtschaft noch Zukunft. Und ich wollte halt ganz gerne mit euch darüber sprechen, weil ich dieses Thema eigentlich sehr interessant fand und wollte jetzt mal ganz gerne eure Meinung dazu hören. Und zwar, hat die Landwirtschaft noch Zukunft? Was meint ihr? Wie seht ihr das? Also, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich spreche jetzt als Laie. Ich habe keine Ahnung, wie es richtig in der Landwirtschaft abgeht, weil ich nichts damit, also ich habe halt nichts damit zu tun, weißt du, wisst ihr, ich habe keinen eigenen Bauernhof, ich habe auch kein, ja, wie soll ich sagen, also ich spreche jetzt einfach mal aus einer, der das aus dem Winkel, aus dem Blickwinkel eines normalen Verbraucher, sage ich jetzt mal. Wenn ich mich irre in irgendeiner Art und Weise, möchte ich darauf bitten, nicht hier rumzuflamen und zu beleidigen. Wie gesagt, ich sage es noch einmal, ich bin ein Laie. Ich habe keine Ahnung, wie es richtig beim Bauern abgeht. Wie viel sie verdienen oder was auch immer. Das nur nochmal eben vorweg gesagt. Ich hoffe, das ist jetzt allen klar. Bitte keine Beleidigung oder sonst irgendetwas, wenn ich mich irre oder was falsch denke oder was auch immer. Aber gut, wir reden mal jetzt endlich mal los. Hat die Landwirtschaft noch Zukunft? Ja, da gibt es eigentlich nichts anderes zu sagen, außer ja, ich finde schon, weil wir müssen das ja auch das Ganze mal so sehen. Was wäre Deutschland, wir reden jetzt nur von Deutschland, ohne ihre Landwirten? Also, was wäre dann? Es wäre richtig Palaver. Und ich denke, dass die Landwirtschaft eigentlich viel, viel mehr, ja, wie soll ich das sagen? Respekt? Nee, nicht mal. Mehr Beachtung geschenkt werden sollte, weil ja, wir müssen das mal ganz normal so sehen. Die Landwirt, ja? Wie wir jetzt gerade, wir ernten hier Weizen. Wenn das die Landwirt nicht mehr machen würden, wo kriegen wir unser Brot her? Die Kuhbauern, wo kriegen wir unsere Milch her? Die Schweinebauern, unser Fleisch, unser Essen. Auch für Vegetarier, sagen wir das Salat. Den Salat. Oder die Möhren, die Kartoffeln. Das machen doch alles die Landwirte. Ich weiß gar nicht, Bauern ist, glaube ich, sogar ein bisschen herablassen, wenn man sowas sagt. Ne, Landwirt heißt das richtig, ne? Könnt ihr auch mal in die Kommentare ballern. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich denke, dass die Landwirten eigentlich viel mehr Unterstützung vom Staat kriegen sollten. Ich weiß, dass sie schon sehr viel Unterstützung kriegen, soweit ich das weiß. Das ist wieder so eine Sache, wenn ich mich irre. Keine Beleidigung bitte. Schreibt sachliche Kommentare unten rein, ohne zu beleidigen. Danke. Aber ich würde einfach sagen, die brauchen viel mehr Unterstützung. Ich finde die ganzen, also wie gesagt, ich spreche als Laie, ich sag's nochmal. Ich finde die ganzen Maschinen, die sich so ein Landwirt holen muss, ein Grubber, die Schlepper, die Erntemaschinen, was auch immer, kosten Schweinegeld. Ich habe mich ja mal so umgeschaut, was so ein Trecker kostet, so ein Schlepper. Alter, das geht schon meistens knapp an die mehrere hunderttausend dran, wenn man einen vernünftigen Schlepper mit Power haben will. Und ich weiß nicht, das sollte man irgendwie anders regeln. Also ich würde das irgendwie so sehen wollen, dass die Landwirte dann auch da Unterstützung von Deutschland bekommen allgemein, weil ja, wie gesagt, die machen alles, ne? Die füllen Lidl, die füllen die Bäcker und ja,
Was wären wir ohne die Landwirten? Könnt ihr mal eure Kommentare, also eure Meinung auch dazu sagen. Schreibt alles rein, was ihr denkt und was ihr meint. Vernünftig, keine Beleidigung, alles wird sofort geblockt, gelöscht, was auch immer. Ich will dieses in eine vernünftige Art und Weise mit euch zusammen diskutieren. Und ja, der Mann sagte es auch, der da war, der uns diesen Vortrag gehalten hat, hat Landwirtschaft noch Zukunft. Er sagte sogar, dass ein Landwirt, also Landwirt steht, glaube ich, in Deutschland auf Platz 3 der wichtigsten Jobs. Auf 1 war der Arzt, auf 2, was war auf 2? Oh, ich weiß es nicht mehr. Auf 3 war auf jeden Fall der Landwirt. Und ich weiß es nicht. Ich würde schon fast behaupten, dass der Landwirt sich den ersten Platz mit einem Arzt teilen sollte. Oder zumindest, dass der Landwirt auf 2 ist. Weil ich weiß gar nicht, was auf 2 war. Ich habe jetzt auch leider kein Heft davon, weil ich da, die waren so schnell weggegriffen, ich habe leider keins mehr gekriegt. Naja. Ich weiß nicht, was auf 2 war. Was war auf 2? Polizei, glaube ich. Ne, Polizei war sogar noch Unterlandwirt. Wie dem auch sei, aber ja. Teilt mal eure Meinung. Ihr habt, es sind ja auch einige bei euch dabei, die haben ja auch einen eigenen Hof. Ich meine, das kostet ja auch alles, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja letztens noch mitgekriegt, die Milchpreise sind angestiegen. Da haben sich welche auch darüber unterhalten. Die haben sich darüber beschwert, dass das schon wieder angestiegen wird. Aber ich finde, dass das angemessen ist. Also, man muss ja auch mal die Kosten daran bedenken. Die Tierhaltung, das Saubermachen, das die Tiere zu beliefern, wegschaffen, die Milch abzapfen, was auch immer, ne? Oder die Tiere sogar schlachten oder zum Schlachthof bringen und so weiter und so fort. Das kostet ja auch Geld. Wir reden ja jetzt hier nicht nur vom, sich mal, was weiß ich, einen Viehtransporter zu holen. Es fängt ja auch dann an, es braucht Sprit, dann müssen die Viehtransporter, soweit ich weiß, auch noch Richtlinien einhalten und so weiter und so fort. Und ja, das kostet. Und ich bin ganz ehrlich, wenn gesagt wird hier, wir müssen für unser Fleisch, was weiß ich, 10 Cent mehr bezahlen, wäre ich bereit, das dafür zu zahlen, weil ein Landwirt hat ja auch so gesehen keinen Urlaub. Wann hat der denn mal groß Urlaub? Der muss morgens früh raus, muss arbeiten, kommt abends spät nach Hause und dann geht der ganze Rummel wieder von vorne los morgens. Ich denke, so in so Erntezeiten ist das wahrscheinlich auch sehr viel Stress für so einen Bauer. Der muss dann ja auch bestimmt auch Termine einhalten. Er muss ja auch sein Weizen abliefern und das kann er dann ja auch nicht sagen, ja, ich liefere das jetzt mal 2 Wochen später ab oder so. Ich denke, da hängt auch meistens ziemlich viel Druck und sowas hinter. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren, aber schreibt es in die Kommentare, wenn ich mich irre. Und in dem Sinne, was der Mann da erzählt hat, fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, also, ich weiß nicht. Ich betrachte das alles, aber ich weiß nicht, wie weit so ein Landwirt vom Staat unterstützt wird. Aber ja, ich weiß auch nicht. Da sollte ein bisschen mehr kommen. Noch mehr. Wenn, ja, keine Ahnung. Irgendwas habe ich auch mal gelesen. Ich kann mich irren, keine Beleidigung, dass glaube ich, sogar ein Landwirt Unterstützung vom Staat bekommt, wenn er irgendwas aufrüstet an seinem Hof, ne? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwelche Scheunen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, vernünftig in die Kommentare schreiben. Schreibt es einfach mal rein. Und ja. Ihr könnt auch eure komplette Meinung dazu reinschreiben. Über die Landwirtschaft. Hat die noch Zukunft in Deutschland? Schreibt es einfach rein. Ich bin der festen Überzeugung. Ja. Und keine Ahnung, also schreibt es mal rein. Ich würde mich freuen, meine lieben Freunde. In der nächsten Folge kommt ein nächstes neues Thema und wir beantworten aber erst in der Folge da nochmal eure Kommentare, was ihr geschrieben habt. Gehen wir ein bisschen drauf ein. Ich blende die dann hier auch im Spiel ein und dann reden wir darüber. Also bitte ordentlich schreiben, keine Beleidigungen. Und in dem Sinne, meine lieben Leute, verabschiede ich mich. Danke fürs Zuhören. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!